Viel Spaß. Levi schläft jetzt und ich dachte, ich habe hier so seinen Korb mit seinen ganzen draußen Sachen und ich sortiere die mal ein bisschen und vielleicht erzähle ich auch mal so ein bisschen was dazu. Also man hat ja vorhin gesehen, er hat einen Wollwalk-Anzug und diesen Schal hat er auch um. Und ja, vielleicht erzähle ich mal ein bisschen, wie wir den so finden oder wie ich den finde. Ich sage irgendwie immer wir, aber wie ich den finde. Für so Temperaturen wie heute ist der noch geeignet. Wir hatten jetzt eben 4 Grad, glaube ich, plus. Und dann hat er ihn einfach den an. Und darunter hat er ein Unterhemd, ein Wolle-Seide-Body. Dann hatte er einmal ein Wolle-Seide Rollkragenpullover, der ist hier von Cozy Lana und das ist eine 104, den habe ich extra ein bisschen groß genommen. Normalerweise trägt der 86, aber Wolle-Seide-Sachen fallen relativ klein aus, meiner Meinung. Und dass wir den erstens länger benutzen können und zweitens, dass der dann sozusagen die letzte Schicht ist unter diesem Anzug. Ah, der von Lisana, der ist eine 86, genau. Ja, dann hatte er diesen Rollkragenpullover an, den finde ich sehr gut. Und er hatte eine Wolle-Seide-Hose an. Das ist auch von, was ist denn das? Cozy Lana. Und das ist aber eine 86-92. Die passt auch gut. So, und dann hatte er noch seine, ich weiß gar nicht, wie nennt man diese Mützen? Na, die Mütze, wo nur das Gesicht rausguckt, genau. Und das ist eine finnische Marke, Ruskovilla. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das 100% Merino-Wolle. Und ja, die wärmen wirklich sehr gut. Also, der bin ich ganz zufrieden. Achso, und er hatte noch über dem Rollkragenpullover, weil ich mir nicht so sicher war, hatte er noch eine Strickjacke, das ist aber Baumwolle. Genau, und die Sachen hatte er an. Ah, eine noch. Eine Sache noch. Moment. Seine Wölfchenschuhe von Wildling oder Wildlings. Und für die hatte ich hier noch extra diesen Gummizug. Die finde ich auch sehr toll. Aber in denen muss er wirklich laufen, damit die Füße warm bleiben. Also wenn er steht nur die ganze Zeit, dann ist das nichts. Auch aus Wollwalk. Er ist damit gestern
in eine Pfütze reingelaufen und war bis zu den Schnürsenkeln nass. Oh. Und ich dachte, okay, jetzt müssen wir nach Hause, in den Laden können wir nicht mehr. Die Füße sind nass, aber die Socken waren trocken und die Füße warm. Also das war sehr gut. Die mag ich sehr gerne. Das ist die größte Größe, die es von den bei Weitlings gibt. Diese Cups, also diesen für Laufanfänger. Und die größte Größe ist 22 und die hat er hier. Die passen auch gut. Genau, und das war alles, was er heute anhatte. Der Bollwerkanzug hat, man kann hier so die Ärmel umschlagen und dann sind die Hände da drin schön warm. Die Handschuhe dazu, die wollte ich auch kaufen, aber also da stimmt die Größe überhaupt nicht. Die sehen so riesig aus und ja, deswegen, das geht so. Genau, ansonsten, wer einen Schneeanzug anhat, den hole ich jetzt nicht. Vielleicht gehen wir abends nochmal raus, dann nehme ich die Kamera mit. Hat er hier diese Handschuhe, die sind innen gefüttert mit Wolle. Ja, Wolle, genau. Und aber ich finde, also das ist so schwierig, ihn hier reinzubekommen. Die sind ja bestimmt gut gedacht, aber es ist nicht so einfach. Also die, seine Hände sind meistens hier und dann steht er da so. Ja, die haben wir noch. Ach so, und dann hat er noch eine Wolle-Seidemütze, die war aus Versehen in der Waschmaschine. Ja, sie ist ein bisschen zerknittert, aber ansonsten geht es ihr gut. Und das ist eine Wolle-Seidemütze von Engel. Die hat er manchmal noch über der hier drüber. Aber eigentlich dieser Wollwerkanzug von Lisana, die Mütze oder die Kapuze, die hierbei ist, finde ich, die passt richtig gut. Da brauche ich eigentlich nicht noch mehr. Also die beiden, das ist in Ordnung. So, dann habe ich hier irgendwie komischerweise noch Elefantensocken. Dann habe ich hier noch einen Pullover. Der muss auch weg. Obwohl, eigentlich kann der da drin bleiben. Eigentlich kann fast alles wieder hier drin bleiben. Ja, also entweder würde ich dann mit dem Rollkragen und dem Pullover rausgehen oder wie heute mit dem Rollkragen und der Jacke. Genau, das sind so die Varianten. Bei dem Wollwalk-Anzug, ich schichte da gerne. Also, er scheint ja dünn, aber wenn man mehrere Lagen anzieht, dann wärmt er und der ist total toll. Genau, der Pullover, der kommt nach oben. Levi schläft jetzt übrigens, deswegen sehe ich so ein bisschen zerzottelt aus, weil ich mich eben mit ihm hingelegt habe. So, ah, und hier habe ich noch, den habe ich selber genäht. Sieht man das? Das ist ein Schlauchschal. Von innen hat er so eine schöne Farbe. Ja, den habe ich selber genäht. Aber jetzt im Moment ist es für den ein bisschen zu kalt. Da hat er seinen aus Wolle. Aber der bleibt hier trotzdem im Körbchen. Also ich wollte das Körbchen sortieren und irgendwie wandert alles wieder rein. So.